WDR Zeitzeichen. Stichtag heute, 28. Mai 1884. Der Geburtstag des Architekten Martin Elsässer. Frankfurt am Main, östliche Außenstadt, an den Ufern des Flusses. Eine Großbaustelle, Bagger, Kräne, Container, Sandberge. Der künftige Sitz der Europäischen Zentralbank, der Wächterin aller Banken des Kontinents. Ein riesiger Doppelturm aus Stahl und Glas, der mit einer Länge von 1,5 Fußballfeldern in die Höhe schießt. Zu Füßen des Wolkenkratzers erstreckt sich ein mächtiger Bau aus Ziegel und Beton, lang wie 2 Fußballfelder, der einstige Bauch von Frankfurt, die Großmarkthalle, entworfen von Martin Elsässer. Frankfurt am Main, Gallusviertel, Herxheimer Straße, Martin Elsässer Stiftung. Das ist eins der Möbelstücke, die Martin Elsässer selbst entworfen hat. Konrad Elsässer, Stiftungsvorstand, sitzt an einem Tisch aus Birnbaumholz. Der Tisch, der ist aber restauriert und lässt sich ausziehen, sodass 10 Personen schön Platz haben. Der stand in dem Wohnhaus des Martin Elsässer. Gemeinsam mit seinen Verwandten, den Geschwistern Thomas und Regine Elsässer, rief er die Stiftung ins Leben. Eine Hommage an das Œuvre des Onkels und Großvaters. An den Wänden hängen Fotos, Gebäude, Skizzen, das Porträt eines Mannes. Er ist gut gekleidet mit Krawatte, Anzug und seiner Rundbrille, die Haare etwas gelichtet, die rötlichen Locken, eine kleine Blume am Revers. Martin Elsässer, Architekt, Theoretiker, Gelegenheitsdichter, Klavierspieler, Vater von 5 Kindern. Ein Baukünstler, der maßgeblich die klassische Moderne prägte. In Frankfurt am Main, Köln, Stuttgart, Tübingen. Das ist ein Album, was er für seine Eltern gemacht hat. Meinen lieben Eltern, Weihnachten 1910, ja. Also er hat 1905 begonnen mit Baden-Baden-Lichtental, Oberrealschule in Tübingen. Seine Entwürfe liegen Kliniken und Kirchen zugrunde. Schulen, Wohnhäusern, Markthallen. Markthalle Stuttgart, die dieses Jahr 100-jähriges Jubiläum hat. Am 28. Mai 1884 wurde Martin Elsässer in Tübingen geboren. Als zweitjüngstes Kind von 10 Geschwistern. Der Vater war Pfarrer, die Familie pietistisch. Schon als Kind habe er gern gezeichnet und mit Bauklötzen aus Sandstein gespielt. Habe gestalterisches Talent bewiesen. Also er war sicher der Außenseiter als der künstlerische Kopf und hatte ja dann auch sehr früh schnelle Erfolge. Also von daher hatte er auch die Anerkennung. Ja. In Stuttgart und München studierte Martin Elsässer Architektur und beschritt einen Weg, der für den Sohn einer Pastorendynastie nicht vorgesehen war. Die Familie ist also nicht eng pietistisch, aber schon sehr württembergisch-schwäbisch gegründet, dem Calvinistischen nahestehenden, aber es ist auch sehr selbstbewussten Art der Frömmigkeit und Weltgestaltung. Zu seinen Frühwerken gehörte die Oberrealschule in Tübingen, das heutige Kepler-Gymnasium. Das ist die Brücke in Tübingen. Nicht weit der Eisenbahnbrücke, die über den Neckar führt. Tübingen, 1910. Die Eisenbahnbrücke entsteht. Ein Konstrukt, das sich über den Neckar spannt. Klare Linien, 2 Bögen, Beton, weißer Putz. 104 Meter lang, 5 Meter breit, 7 Meter hoch. Der Mittelpfeiler fußt auf einer Insel im Fluss. An der Ostseite ein Obelisk. An der Westseite, auf der Inselspitze, eine halbrunde Terrasse. Über die Brücke rasen Züge zwischen Ost und West. Unter der Brücke gleiten Stocherkähne. Auf der Terrasse stehen Liebespaare und Selbstvergessene. Martin Elsässer war 25 Jahre alt, als er in Stuttgart eine Professur für mittelalterliche Baukunst annahm. Parallel arbeitete er als freier Architekt, entwickelte Wohn- und Gotteshäuser. Das ist, glaube ich, Massenbach. Die rund 50 Sakralbauten, die in Württemberg unter seiner Regie um- und neu gebaut wurden, ließen Martin Elsässer zu einem der bedeutendsten Kirchenbaumeister vor dem Ersten Weltkrieg werden. Diese Eberhardskirche und dann Tübingen, Neckarvorstadt. Tübingen,
südlich des Neckars, am Volksgarten die Eberhardskirche. Mit ihrer roten Ziegelfassade wirkt sie eher wie eines der Wohnhäuser der Gegend, denn ein ehrfurchtseinflößender Sakralbau. Aus Ziegel und Licht schöpfte Martin Elsässer das Auftragswerk. Das ist das, was von der Elsässer Eberhardskirche übrig geblieben ist. In den 60er Jahren wurde die grundlegend renoviert. Christoph Wieborg, Pfarrer. Die Kronleuchter zum Beispiel sind original und auch die Decke ist noch von ihm direkt. Was aus dieser Zeit auch noch ist, das sind die Kanzelsteine, die sehen Sie da hinten. Die haben wir hier aufgehängt. Die waren früher sozusagen um die Kanzel herum angebracht. Und der Altar ist natürlich auch noch aus der Zeit. Im Osten der Altar. Dahinter ein Fresko der Malerin Käthe Schaller-Herlin, einer Freundin des Architekten. Sie war 34, als sie auf dem Gerüst stand und die lebensgroße Kreuzigungsszene malte. Was geblieben ist, ist diese Schlichtheit in dieser Saalkirche. Und die finde ich sehr wohltuend. Das ist, denke ich, gewollt gewesen, damals, als Elsässer diese Kirche geplant hat, sie einzubringen in dieses Arbeiterviertel, was es damals war. Und man wollte sich eben nicht herausheben. Bereits an seinen frühen Werken zeigt sich die charakteristische Handschrift des Architekten. Backstein und Beton sind seine Materialien. Zu Ornamenten verbundene Klinker sein Spiel. Martin Elsässer bedient sich des Expressionismus und der neuen Sachlichkeit, ohne einer Schule zuzugehören. Seine Werke sind nicht Bauhaus, nicht Historismus. Sie atmen den Geist der Moderne, ohne programmatisch zu sein. Er hat in der Formsprache was sehr Spielerisches, aber gleichzeitig natürlich auch aus seiner Kenntnis des Mittelalters, was sehr an goldenen Schnitt und einfach klassischen Bau und architektonischen Strukturen orientiert ist und hat das dann, finde ich, in die neue Sachlichkeit in einer Art und Weise konzentriert übersetzen können, die ich schon sehr bemerkenswert und auch einzigartig finde. Ja. Also einfach in der Schlichtheit, in den Proportionen eine Klarheit und eine Transparenz zum Ausdruck kommt, die einfach heute auch noch sehr schön ist. Für 5 Jahre leitete Martin Elsässer die Kunstgewerbeschule in Köln. Er stand im Zenit seiner Karriere, als ihn ein Angebot nach Frankfurt am Main lockte. Frankfurts Oberbürgermeister Ludwig Landmann berief Martin Elsässer zum Stadtbaudirektor und Ernst May zum Baudezernenten. Unter der Ägide der beiden Architekten entstand das sogenannte Neue Frankfurt. Der eine entwarf Siedlungen mit erschwinglichem Wohnraum, der andere setzte markante Punkte, Stadtkronen. Martin Elsässer hat im Wesentlichen die öffentlichen Großbauten konzipiert und auch, soweit es möglich war, realisiert. Und da ja eine ganze Menge gebaut in den 7 Jahren seines Hierseins, also 4 Schulen, die Großmarkthalle, die Psychiatrie, Palmgarten Gesellschaftshaus. 1929, das Gesellschaftshaus Palmengarten entsteht. Ein Kubus mit einer hohen weißen Stirn. Ein Weiß, das sofort mit Bauhaus, mit Moderne und Architekturavantgarde verbunden wird. Jenes weiße Weiß des Mittelmeerraums. Unter dem Fassadenband ein Fensterband. Klare Linien, große Terrassen, schmale Betonsäulen, die 10 Meter in die Vertikale laufen und grünen Ranken Halt bieten. Licht, Luft, Sonne heißt das Ideal. Bepflanzte Doppelglaswände, die das Innen mit dem Außen verbinden, den Naturraum mit dem Kulturraum. Und das Letzte, das er realisiert hat, 1930, Palmgarten Gesellschaftshaus im Westend, in dem bürgerlich reichen Viertel Frankfurts, hat er diese neue Sachlichkeit nach meinem Empfinden dem damaligen dortigen Bürgertum unter die Nase gerieben. Ja. Also schon auch in gewisser Weise was Provokantes dahingesetzt. Ja. Konrad Elsässer läuft zum Fenster, hebt einen Ziegel aus der Ablage, ein Klinker aus der Großmarkthalle an den Ufern des Mains. 1928. Die Großmarkthalle wird eingeweiht. 220 Meter lang, 23 Meter hoch, 50 Meter tief. Der größte Raum ohne Stützen in Europa.
überspannt mit einem Tonnendach aus Eisenbeton. Die größte freischwebende Decke weltweit, flankiert von zwei futuristisch anmutenden Kopfbauten. Eine bis dahin seltene Einheit von Technik und Baukunst. Der Bauch von Frankfurt wird zur Mutter vieler Großmarkthallen in anderen Metropolen wie Basel, Leipzig, Budapest. Eine Kathedrale des Handels. In Tübingen die 1909 gebaute Eberhardskirche hieß damals Seelenturnhalle. Also die war wohl sehr profan für die Bevölkerung, während seine Frankfurter Großmarkthalle, also sein wahrscheinlich wichtigstes Bauwerk, dann Gemüskäsch, also Gemüsekirche heißt. Ja. Jetzt ist der Rumpf zersägt für einen Riegel zwischen der vertikalen aus dem Jahre 2014 und der horizontalen aus dem Jahre 1928. Eine Brücke zwischen Postmoderne und klassischer Moderne. Der einstige Gemüsetempel wandelt sich zum Geldtempel. An der Halle selbst finde ich natürlich einfach der Innenraum, der war wirklich großartig von der Temperierung her, wo er Elemente aus Moscheen von Nordafrika aufgenommen hat und einfach für eine dauerhafte, gute Belüftung gesorgt hat, ohne Air Conditioning oder sowas. Wobei die Halle natürlich einfach über die 80 Jahre als Großmarkthallennutzung ganz unterschiedliche Phasen erlebt hat. 1941. Für mehr als 10.000 Juden und Jüdinnen waren die Kellerräume der Großmarkthalle die letzte Station vor ihrer Deportation in den Tod. In dieser Zeit lebte Martin Elsässer bereits in Berlin, suchte neue Auftraggeber, wurde bei den Diktatoren Adolf Hitler und Benito Mussolini vorstellig, erfuhr Ablehnung. Als Architekt des neuen Frankfurt galt er für sie als ein Gefolgsmann der Weimarer Republik. Seine Stelle als Stadtbaudirektor hatte er bereits 1932 gekündigt. Diese Kriegsjahre waren für ihn außerordentlich schwierig. Er hat viel Klavier gespielt und viel gedichtet, aber er konnte sich eben als Architekt nicht realisieren und hat es dann an problematischen Ecken und Enden auch versucht. Also es gibt da einfach sehr viel Ambivalentes auch bei ihm. Nach 1945 konnte Martin Elsässer an seine frühen Erfolge nicht mehr anknüpfen. Stuttgart war die letzte Lebensstation. Eine Professur für Entwerfen an der Technischen Hochschule in München, der Schlussstein seiner Karriere. Ein Jahr nach der Emeritierung starb Martin Elsässer. An einem Augusttag im Jahr 1957. Das Œuvre des Architekten ist alles andere als lückenlos erforscht. Dabei birgt das Lebenswerk Martin Elsässers einen zentralen Mosaikstein im Bild der klassischen Moderne. Ja, ja, das ist seine Geburtstagseinladung. Konrad Elsässer hält eine Karte in der Hand, mit Fülle geschrieben und einer Zeichnung versehen. Ein Pfad, Wegesteine, eine Eule. Da hat er auch gedichtet, ein Mensch von nunmehr 70 Jahren hat manche Ehrungen erfahren und einen wahren Blumensegen von Bauherren, Schülern und Kollegen, von vielen Freunden und Verwandten, von Firmen und von Ungenannten und dank gerührt nach allen Zeiten für ihm erwiesene Freundlichkeiten. Martin Elsässer, ja.